Es ist Zeit für den letzten Disney Haul. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum letzten Disney Haul 2023. Ja, das Jahr ist vorbei. Also für mich noch nicht. Also wenn ihr das Video seht, dann ist es schon neuer. Also frohes Neues, ne? Ich nehme es aber heute am 31. Dezember auf. Heute ist Silvester. Ja, wuhu. Und ich bleib zu Hause. Ja. Kurz dazu, ich habe mir ein kleines Souvenir aus dem Urlaub mitgebracht. Ihr wisst ja, ich war auf Aida Cosma auf den Kanaren. Die Videos sind ja bereits online. Und ja, ein kostenloses Souvenir durfte mit. Ja, jetzt bin ich krank nach dem Urlaub direkt. Schon auf der Heimreise habe ich gemerkt, mir geht es nicht ganz so gut. Ist da eine Spinne an meinem Fenster? Was krabbelt da auf meinem Fenster? Das sehe ich gerade, das ist groß. Das ist, oder eine Biene? Moment, ich muss jetzt mal gucken, was da auf meinem Fenster krabbelt. So, erfolgreich gerettet. Es war ein Käfer. Irgendwie ein großer, ekliger, dicker Käfer. Aber ich habe ihn auf den Balkon gebracht. Ja, wie gesagt, ich habe mir ein Souvenir mitgebracht. Und ja, sollte ja eigentlich arbeiten am 28., 29. Dem war so nicht. Ja, und bin seitdem eigentlich zu Hause. Also ich habe noch nie, also seit langem, so viel Zeit zu Hause verbracht wie in den letzten Tagen. Das ist auch selten, aber tut mir auch mal gut, weil ich habe hier echt einiges zu tun und kann die Weihnachtsdeko wegräumen. Und ja, so viel dazu. Ich freue mich aufs Jahr 2024. Ich muss mein Handy mal wieder ausziehen. Ich habe mir passend dazu den Neujahrs-Spirit-Jersey angezogen aus Anaheim. Vom Jahr 2020, den gab es da mal. Ich war ja noch nicht in Anaheim, aber den habe ich damals, glaube ich, bei eBay oder der wurde mir mitgebracht. Ich glaube, den habe ich online bestellt. Naja, auf jeden Fall passend zum heutigen Tag dachte ich, ziehe ich doch mal den Neujahrs-Jersey an. Und ich freue mich aufs Jahr 2024. 2023 war auch super. Ein tolles Jahr, ganz viele Höhen, einige Tiefen natürlich, wie das natürlich so ist. Aber dennoch, muss ich sagen, hatte ich ein echt schönes Jahr 2023 und ich freue mich auf 2024. Es ist schon einiges geplant und natürlich nehme ich euch auf meinen Abenteuern wieder mit der Kamera mit. Ja, heute, wie gesagt, wir hatten sowieso nichts geplant heute. Und ihr seht da zum Beispiel, das nervt, das sehe ich gerade, hätte ich noch was reintun sollen. Ich habe meine Deko noch nicht komplett neu verräumt. Also die Weihnachtsdeko habe ich jetzt verräumt, aber ich habe noch keine neue wirklich aufgestellt. Ja, aber wie gesagt, heute war nichts geplant. Ich hätte einen gemütlichen Abend mit meinem Freund verbracht. Der möchte sich aber nicht anstecken. Dementsprechend bleibe ich heute alleine. Ist aber nicht so schlimm. Für mich ist Silvester kein besonderer Tag. Und ja, für mich startet dann halt morgen ein neues, frisches Jahr. Ich halte auch nichts von Vorsätzen, muss ich sagen. Ich bin nicht diejenige, die dann, heute ist der 1.1. und ich brauche unbedingt den einen Tag, um irgendwas Neues zu verändern oder was Neues zu starten. Wenn, dann mache ich sowas direkt. Aber wenn ihr natürlich Vorsätze habt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Wenn ihr welche habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was für Vorsätze ihr für dieses Jahr habt. Kein Vorsatz, aber ein Anliegen von meinem Freund war, dass wir ein paar mehr Wochenenden zusammen verbringen, vor allem im Sommer. Das war 2023 ungünstig von mir geplant, muss ich sagen. Und dementsprechend hat er dann gesagt, nicht 2024, das machst du anders, sonst bist du demnächst Single. Ja, naja, ein bisschen drastisch formuliert, aber ich kann es verstehen. Also ich war wirklich 2023 ein bisschen ungünstig, alles geplant, im Sommer vor allem. Und das werde ich 2024 auf jeden Fall ändern. Und natürlich jetzt nicht jedes Wochenende. Das hat er auch gesagt. Er erwartet jetzt nicht, dass ich jedes Wochenende was mit ihm unternehme. Aber jedes zweite, jedes dritte Wochenende wäre schon schön, hat er gesagt. Ja, mal sehen. Ich habe ja schon gesagt, einiges ist geplant 2024. Was ganz Großes sehr, sehr bald. Dazu erzähle ich euch dann auch was bald.
Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Haul, zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und ich zeige euch, was ich im Dezember alles gekauft habe. Und ich kann euch mal sagen, es sind hauptsächlich Klamotten. Und ich würde sagen, wir starten. Eine Sache, bevor wir starten, möchte ich noch sagen. Vielen Dank fürs Feedback. Ich habe auf Instagram in einer Story geschrieben, welches Feedback ihr mir denn geben möchtet, Verbesserungsvorschläge, was würdet ihr euch gerne für Content wünschen. An der Stelle vielen, vielen Dank für euer Feedback. Es war eigentlich nur positives Feedback, was halt gesagt wurde, dass meine Brille leider in den Leuchten spiegelt, in den Videos, das weiß ich. Ich müsste halt dann entweder ohne Brille filmen, dann würde ich aber nicht so viel sehen. Gut, mich sehen muss ich jetzt nicht, aber ja, oder ich muss halt immer Kontaktlinsen anziehen. Ich weiß nicht, was ich sonst mit den Leuchten anders machen könnte, dass es nicht mehr so spiegelt. Naja, auf jeden Fall habt ihr auch geschrieben, ihr würdet gerne, dass ich auch mal den Heidepark besuche oder den norddeutschen Parks wie den Hansapark, Port Aventura. Ich muss sagen, steht auch bei mir auf der Liste, auf meiner Wunschliste. Ja, also viele Pläne sind auf jeden Fall gemacht schon worden und es wird auch noch viel einiges kommen. Und mit was starten wir jetzt mit dem Haul? Ich würde sagen, mit den amerikanischen Sachen, die ich aus Amerika bestellt habe. Ja, Cheryl und ich haben bei Her Universe bestellt. Und das ist ein Laden aus Amerika. Die liefern auch nach Deutschland, aber der Versand ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Wir haben es zu einer Freundin schicken lassen von Cheryl und die hat es dann zu ihr geschickt. Deswegen war der Versand dann nicht so teuer. Ja, einmal, das Outfit hatte ich schon an im Disneyland tatsächlich. Und zwar einmal hier dieser Rock mit den Charakteren unten drauf. Der ist super schön, auch diesen weihnachtlichen Grün. Ja, mit den Weihnachtscharakteren unten ist es jeder dabei. Pluto, Goofy, Donald, Mickey, Daisy, Minnie. Ja, echt schön. Hat auch so ein Gürtel. Ist ein bisschen groß in der Taille, weil wir, glaube ich, wir haben von den Übergrößen die große 0 bestellt, weil es, glaube ich, von den normalen Größen nicht mehr L gab oder so. Irgendwas war da. Ist jetzt ein bisschen groß, aber mit dem Gürtel kann man es ganz gut zuziehen. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Ich musste online gucken, was es jetzt kostet. Aber ich weiß nicht, was wir bezahlt haben. Könnte so 50, 60 Dollar gewesen sein. Ach, guck mal, schau an. Ich habe hier sogar noch, hat sich die Seite gerade noch geöffnet. Ich packe euch die Links unten natürlich in die Infobox. Also, Originalpreis war 60 Euro, ist aber gerade im Sale für 36 Dollar. 60 Dollar. Jetzt auf 36 Dollar. Dann habe ich mir noch bestellt bei Her Universe den passenden, also nicht der passende, aber auch, der passt ganz gut dazu, hier diesen Pullover mit den Mickey-Köpfen und den Perlen. Den kann man auch sehr gut jetzt auch noch nach Weihnachten anziehen. Echt schön in dem Beige-Ton, muss ich sagen. Passt auch gut zu der Mütze aus dem Disneyland Paris, mit dem Beige-Ton oder auch zu der anderen Mütze, die ich euch gleich zeige. Ja, auch bei Her Universe. Was das gekostet hat, muss ich gucken. Ja, also Originalpreis war 60 Dollar. Er war auch mal reduziert oder ist noch reduziert auf 36 Dollar. Gibt es aber nur noch in 3XL. Also es gibt auch große Größen bei Her Universe. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit dem Versand nach Deutschland ist. Ihr müsst bestimmt auch mit Zollgebühren rechnen. Ja, aber die haben echt richtig tolle Sachen. Also ich habe noch gefühlt so eine lange Wunschliste bei Her Universe, weil die Sachen echt besonders sind. Die gibt es hier so in Europa nicht zu kaufen und gehen tatsächlich auch noch vom Preis her. Dann habe ich die Möglichkeit genutzt, es gab nämlich auch Sale bei Stitch Chopé bei Loungefly und dann dachte ich, okay, wenn wir das schon dahin bestellen zu der Freundin von Cheryl, bestelle ich mir doch noch was bei Stitch Chopé bei Loungefly und damit habe ich ja schon lange geliebäugelt. Und ihr wisst ja mittlerweile, das ist ja auch bald ins Entschuldigung, ins Disneyland Hotel geht. Ja, ja, ihr wisst, ich habe dort eine Nacht gebucht mit Cheryl und ihrer Mutter. Und wir gehen ja natürlich auch ins La Table de Lumières essen. Und dazu brauche ich natürlich auch immer noch ein passendes Outfit. Und ja, das war dann im Sale und da dachte ich, komm, jetzt kaufst es dir, weil es gibt's, den Rock gab es wirklich nur in Amerika. Der schöne und das Beast Rock von Stitch Chopé bei Loungefly. Ist der nicht schön?
mit der Szene von Be Our Guest, mit Lumière und Herr von Unruh, Tassilo und Madame Potts. Als Pin haben wir auch Herr von Unruh. Ich muss gleich gucken, was es gekostet hat. Wie gesagt, es war gar nicht mehr so teuer. Und dann natürlich das passende T-Shirt dazu. Ja, bei Stitch Up bei Loungefly in Amerika gibt es natürlich direkt immer noch die passenden T-Shirts dazu. Da vorne steht Enchanting. Auch wieder mit den Charakteren. Die Farbe ist jetzt nicht so praktikabel für Schweißflecken. Bei so Farben muss ich immer an Schweißflecken denken. Aber ich werde eh was drüber ziehen, auf jeden Fall. Aber ja, das perfekte Outfit für La Table de Lumière. Und dann habe ich mir auch noch im Sale dazu bestellt. Ich habe ja schon den Rock. Aber ich habe immer gerne auch die passenden T-Shirts von Stitch UP. Habe ich mir das T-Shirt von Rapunzel noch, von dem Rapunzel-Rock noch dazu bestellt. Da vorne ist halt nur Pascal drauf mit der Laterne und der Pin auch, der auch bei dem Rock dabei war. Genau. Also, das waren die drei Sachen von Stitch UP. Ich weiß noch nicht, ob es die noch gibt. Ich muss mal schauen. Es gibt ja auch wieder einen neuen Rock von Stitch UP bei Loungefly. den gibt es aber auch bei Funko Europe, und zwar den mit Steamboat Willy. Oh, ich sehe gerade, die Steamboat Willy Kollektion ist bei Funko bei Stitch UP auch gerade reduziert. Oh, vielleicht muss ich da nochmal bestellen. Okay, ich glaube, da muss ich nochmal bestellen, weil der auch im Sale ist. Richtig krass, End of the Year Sale. Mal gucken, ob ich denn jetzt nochmal, ob es die Sachen noch gibt. Also das T-Shirt von Rapunzel kostet jetzt nur noch im End of the Year Sale 12,50 Euro. Ich meine aber, ich habe irgendwas mit 18 bezahlt. Der Rock zum Beispiel kostet jetzt nur noch 25 Dollar. Das T-Shirt kostet jetzt nur noch 10,50 Dollar. Den Rock gibt es aber nicht mehr. Aber ich habe auch nicht mehr so viel bezahlt für den Rock. Also war echt guter Deal. Und ich glaube, das Steamboat Willy Set muss ich mir jetzt auch noch bestellen bei dem Preis. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal gleich wieder shoppen, ne? Hashtag Kaufsucht. Im November zwar, habe ich aber euch im November-Haul, glaube ich, nicht gezeigt oder irgendwie vergessen zu sagen, war ich ja bei The Lion King Musical hier in Zürich eingeladen. Und da habe ich auch eine Goodie-Bag bekommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und ja, es gab einmal eine Trinkflasche von The Lion King. Zeige ich euch gerne. Sieht so aus. Richtig cool. Und das kann man auch wegschmeißen. Und dann gab es auch noch das Programmbuch mit den ganzen Bildern vom Musical und noch ein paar Details und so auf Deutsch. Richtig cool. Und Schokolade, die Flasche ist umgefallen. Prospekte. Und da gab es noch Schokolade und Gummibärchen von den Sponsoren. Und wie gesagt, diese Tragetasche. Ja, wenn ihr mal in Zürich seid, in der Nähe, bis März oder so, schaut da mal online vorbei. Schaut euch gerne das Lion King Musical an. Es läuft auf Englisch und ja, direkt im Theater 11 in Zürich Oerlikon. Machen wir weiter mit etwas kleineren Sachen und Shops. Bei H&M habe ich aber was bestellt. Und zwar einmal hier den wunderschönen weihnachtlichen Pullover gab es da. Und es gibt jetzt viele Sachen mit dieser Ski-Kollektion, sage ich mal. Von verschiedenen Marken, auch im Disneyland Paris gab es ja auch irgendwas mit, wo die Figuren Ski fahren. Und das ist anscheinend dieses Jahr Trend. Ich mag auch diesen Blauton, passt zu, kann man super auch zu Jeans kombinieren. Und ja, richtig süßer Pullover. Ich glaube, er hat 25 Euro gekostet, habe ich in Größe M bestellt. Er war sehr begehrt, ich weiß nicht, ob es ihn online noch gibt. Dann habe ich mich auch influenzen lassen, und zwar vom lieben Eddie. Und dann habe ich bei Get Ready Comics bestellt. Und zwar hier diese Tasche / Rucksack. Ja, wie gesagt, hatte Eddie zugeschickt bekommen. Und die hat mir super gefallen, weil, wie gesagt, man kann sie auch als Umhängetasche tragen, aber auch als Rucksack. Also ihr seht, sie hat einmal hier zwei Bändel als Rucksack. Da werde ich sie aber primär nicht tragen, weil sie mir als Rucksack viel zu klein ist. Aber sie hat hier an der Seite noch die Umhängetasche
Das Band und deswegen werde ich es hauptsächlich als Umhängetasche tragen. Ich habe 85 Pfund inklusive Versand bezahlt. Also 75 Pfund war die Tasche und dann nochmal Versand. Zoll habe ich keinen bezahlen müssen. Der war dann inkludiert. Ich glaube, bis 100 Pfund ist der Zoll irgendwie inkludiert oder so, stand bei der Bestellung. Und ja, finde ich super schön, weil sie erstmal schlicht ist. Sie passt zu, eigentlich zu jeder Jahreszeit, zu jedem Outfit. Sie ist einfach schwarz und ist aber auch sehr groß, passt sehr viel rein. Und innen drin habt ihr dieses Disney 100 Retro-Design, was ich auch mega süß finde. Und ihr habt auch vorne noch eine Tasche, also ist wie gesagt so ein Mini-Loungefly. Und dann als Umhängetasche finde ich super praktisch, weil wie gesagt, als Rucksack wäre mir auf jeden Fall zu klein, aber könnte man natürlich dann auch anziehen. Beide Straps sind dabei. Und ja, man kann sich auch mal influenzen lassen, ne? Dann kam endlich meine D23-Zeitung an. Und zwar, die kommt ja immer zu meiner Mama. Und bis sie dann bei mir gelandet ist, das hat ein bisschen gedauert. Als Cover haben wir dieses Mal Asha von Wish. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Kann aber jetzt auch nicht ins Kino gehen. Ja, hier steht was zu Wish. Und was haben wir denn hier noch so? Ich warte, glaube ich, bis ich den Film auf Disney Plus sehe. Was zu Weihnachten und Winter und ja, bis die Zeitung natürlich bei uns in Europa ankommt, es dauert immer ein bisschen, bis vor den Amerikanern, also nach den Amerikanern und bis sie dann auch bei mir ankommt, in der Schweiz dauert es auch ein bisschen. Und dann habe ich mir noch was bei Shein bestellt. Jetzt das kommt kurz ein bisschen, ich pack's mal kurz aus, das raschelt nämlich. Und zwar gibt es seit kurzem bei Shein Miniso-Sachen. Und wer meinen letzten Haul gesehen hat, wo ich die Dubai-Sachen gezeigt habe, wisst ihr, dass ich bei Miniso ein bisschen eskaliert bin. Da gibt es so süße Sachen. Und bei Shein gibt es jetzt Miniso-Sachen. Also wenn ihr einfach bei Shein Disney Miniso oder Miniso Disney eingibt, kommen richtig süße Sachen. Vor allem, wenn ihr Lotso liebt, Monster AG, also Sully, die Aliens, auch ein bisschen Mickey, Stitch ist auch ganz viel da. Und ich habe mir jetzt einfach hier mal diesen Teppich gekauft von Lotso. So eine Art Bartverleger-Teppich. Und also wenn der nicht Frühling schreit, das ist doch super süß. Also ja, den habe ich mir mal bestellt. Einfach mal testweise. Hier hinten steht auch Miniso drauf. Also ist auch lizenziert. Müsst ihr euch darüber keine Gedanken machen. Und ja, schaut gerne mal bei Shein vorbei. Richtig, richtig süße Sachen. Was er jetzt gekostet hat, Moment, muss ich mal schauen. Also er kostet 12 Euro und gibt es auch noch mit Buzz Lightyear und mit den Aliens. Packe euch den Link gerne unten in die Infobox. Und ja, richtig süß. Wie gesagt, gibt immer noch ganz viel andere Sachen, also schaut da gern vorbei. Wo ich ihn hinlege, weiß ich noch nicht, aber ja. Für 12 Euro kann man da, und bei Shein gibt es ja auch immer noch Rabattgutscheine. Das heißt, er war wahrscheinlich noch günstiger. Ja, dann habe ich nochmal bei Bello Shop Hongkong bestellt. Der ist ja auch so ein, er bietet Mitbring-Service aus den asiatischen Parks an. Also Hongkong, Shanghai und Tokio. Und viele haben mich auch auf Instagram gefragt, ja, wie lange dauert der Versand? Ist das vertrauenswürdig? Also ich habe jetzt bisher immer dort bestellt. Er ist sehr schnell. Wenn es die Sachen gibt. Wenn es die Sachen noch nicht gibt, dann müsst ihr vielleicht ein, zwei Wochen warten, besorgen. Wenn ihr aus verschiedenen Parks bestellt, dann sammelt er die im Prinzip. Also das dauert dann auch ein bisschen. Wenn ihr jetzt aus Tokio, Hongkong und Shanghai bestellt, dann müssen die erstmal zusammengetragen werden, die Sachen. Es kann auch ein bisschen dauern, aber der Versand, wenn er es verschickt hat, dauert generell so 7 bis 10 Tage. Und Zoll kommt drauf an. Ihr müsst Glück haben, ihr könnt auch Pech haben. Ich glaube, jetzt habe ich 6 Euro Zoll bezahlen müssen für die zwei Sachen. Beim vorigen Paket musste ich keinen Zoll bezahlen. Ich kann euch schon mal sagen, es ist wie ein neues Paket auf dem Weg. Keine Ahnung, ich finde da aktuell irgendwie super süße Sachen. Und ja, einmal habe ich mir jetzt mal eine von diesen Mützen hier bestellt. Die habe ich jetzt schon so oft bei anderen gesehen und wollte jetzt unbedingt auch einmal eine haben. Die ist jetzt aus Shanghai. Und ja, ist so eine Halbmütze. Ich kann sie jetzt nicht anziehen, weil ich meinen Zopf oben habe. Ich weiß nicht, was sie gekostet hat. Also sie hat 179 Ursprungspreis, was auch immer, chinesische Dollar. Ich weiß nicht, wie die Währung
Toothpaste in China. Hätte sie gekostet, aber natürlich schlägt er natürlich auch was drauf, damit er auch Gewinn macht bei dem Ganzen, was er da macht. Was ja auch in Ordnung ist. Ja, also einmal hier die Mütze und, oh, ich liebe sie. Und einmal die rosane Mütze. Die ist aber aus Tokio, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, die ist aus Tokio. Die war auch ein bisschen teurer. Ich glaube, die hat 50 Euro gekostet, weil ich die jetzt nochmal nachbestellt habe, weil die Sachen sind bei meiner Mama angekommen. Und meine Mama hat sich in diese Mütze verliebt und die wollte sie jetzt auch haben. Sie meinte nur, sie wird sich dann die Ohren so abklappen im Winter. Auch so, wenn sie ins Disneyland fährt, dann macht sie wieder hoch. Aber sonst wollte meine Mama auch diese rosane Mütze haben. Hat sie auch eher echt gut gestanden. Und ich freue mich jetzt, die dann im Januar mal mitzunehmen. Ja, also schaut gerne bei Bello Shop Honken vorbei. Die waren auch relativ, also als ich danach geguckt habe, als meine Mama die haben wollte, war sie ausverkauft. Aber jetzt vor kurzem gab es sie wieder. Ja, ihr müsst mal wieder mal reinschauen. Aber die ist so schön flauschig. Oh, die ist echt schön. Ja, das waren die zwei Sachen von Bello Shop Hong Kong. Aber ich kann euch schon mal sagen, im Januar kommt da noch mehr. Hat was mit Frozen zu tun. Kommen wir zu den letzten Sachen. Und zwar wie immer aus dem Disneyland Paris. Ich war ja mit den Mädels dort im Dezember, bevor ich in den Urlaub geflogen bin. Einmal hat mir Nina was mitgebracht aus dem Rossmann. Das hatte ich bei ihr bestellt. Und zwar einmal, ich weiß nicht, was sie gekostet haben. Zweimal Ariel Augenpads. Sieht man das? Ja. Und einmal den 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion von Isana, auch mit Ariel. Das hat Nina mir einmal mitgebracht. Dann gab es ein Geschenk von Nina zu Weihnachten. Und zwar hat sie was geplottet für uns, richtig süß. Und zwar hier dieses Beutelchen mit meinem Instagram-Namen drauf. Also wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ne, macht das. magic.monimaus. Ja, vielen Dank, Nina. Dann hat Brina eine Gesichtsmaske und eine Badebombe geschenkt. Richtig süß. Ja, ich hatte nichts, aber ich habe die Mädels ja auch was aus Dubai mitgebracht. Dann hat Cheryls Mutti, also unsere Mutti, von dem uns Pralinen mitgebracht. Die kann ich euch nicht mehr zeigen, weil ich die bereits verspeist habe. Die waren sehr, sehr lecker, Mutti. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und Cheryl hat uns allen einmal hier die Tasse gekauft als Weihnachtsgeschenk. Hätte nicht sein müssen, aber die hat mir echt super schön gefallen. Das war ja auch aus dieser neuen It's a Magical Time of the Year Kollektion. Und ja, mit Mickey-Köpfen hier ganz dezent und vorne dem Schriftzug. Sie hat eigentlich 17 Euro gekostet. Vielen, vielen Dank, Cheryl, an der Stelle. Und dann habe ich mir noch, da gab es noch was gratis im Disneyland. Kommt, bevor wir dann was zu den Sachen, die ich gekauft habe, zeige. Ja, einmal gab es, das packe ich auch mal für euch aus. Wir waren ja bei der Inside Ears Weihnachtsfeier. Ne, habe ich hier noch das Lanyard. Und da gab es beim Kaffee und Tee, gab es dann mittags ein kleines Geschenk. Wir sollten ja auch Geschenke mitbringen für die Kinder. Also das ist jedes Jahr so bei Inside Ears, bei der Weihnachtsfeier. Sie sagen nicht, man muss, aber es gehört halt dazu, dass man Geschenke für Kinder mitbringt, die entweder krank im Krankenhaus liegen oder die sich halt das nicht leisten können. Und da bringt man halt was mit. Und wir haben halt das im Gegenzug bekommen. Und zwar ist das Disney 100 Disneyland Paris Buch, was mittlerweile auch ausverkauft ist. Ich war ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, dass ich es nicht mehr bekommen habe. Aber dennoch glücklicher, dass wir es jetzt dann vor Ort bekommen haben zur Weihnachtsfeier. Ja, hier gibt es einmal auf Französisch und auf Englisch, geht man einmal durch die Jahre, 100 Jahre Disney. Und ja, hier wird dann zu jedem Jahr was gesagt. Auf jeden Fall werde ich mir das auch mal durchlesen und durchblättern. Avengers Campus sehe ich hier, 1998 steht, ist irgendwas mit The Legendary Warrior und der Mulan-Bösewicht. Hier haben wir die Studios, 2003 Ratatouille und so, Remy. Ja, ein echt schönes Buch, hat 40 Euro gekostet, als es noch zu kaufen gab. Ich weiß nicht, ob es nochmal nachkommt. Ich habe jetzt nichts gehört davon. Deswegen bin ich sehr froh, das auf jeden Fall zu haben. Dann gab es noch dieses Booklet, was eigentlich nur die Cast-Member bekommen haben, zur Preview von dem Disneyland Hotel. Ja, sieht so aus. Und ja, steht leider nur auf Französisch alles drin. Das heißt, ich verstehe nichts.
Hier ist auch so ein Brief drin und so weiter. Das hat Cheryl übersetzt. Das ist jetzt, hier ist auch, kann man auch noch was rausziehen. Also sehr interaktiv. Wie gesagt, alles auf Französisch. Aber was richtig cool ist, ist das hier. Das kann man dann aufklappen. Und dann hat man hier die Silhouette vom Disneyland Hotel. Ja, hier steht es auch, sind 487 Zimmer und Suiten und zwei Castle Club Lounges und Deluxe Lounges. Ja, bin sehr gespannt, ihr wisst. 25. auf den 26. Januar übernachte ich in diesem Hotel. Dann gab es noch zwei Poster von Autopia. Autopia ist ja jetzt, hat er nicht neu eröffnet, aber ist jetzt, Avis sponsert jetzt Autopia oder wie nennt man das? Kooperiert jetzt mit Autopia, man weiß es nicht, wie man es ausspricht. Und da gab es jetzt ein neues Poster, wo dann auch Avis draufsteht, davon habe ich zwei. Und davon darf ich eins verlosen und das kommt zum 10.000 Follower auf YouTube, Abonnenten, 10.000 Abonnenten Gewinnspiel auf YouTube, wird es eine der Sachen sein. Also wenn ich 10.000 Abonnenten auf YouTube erreiche, wird es ein großes Gewinnspiel geben hier auf meinem YouTube-Kanal. Und das Poster wird eins davon sein, aber es wird noch viel mehr kommen. Bestimmt auch was aus dem Disneyland Hotel und so, also ihr könnt gespannt sein. Genau, das waren die zwei Sachen. Eins davon ist natürlich für mich. Und ja, das waren die Gratis-Sachen. Und dann habe ich mir noch was gekauft, nicht viel, aber es musste halt sein zur Kollektion. Einmal der Disney 100 Winnie Pooh Charm, der letzte Charm, 100, waren es 149 Euro, ich glaube so um den Dreh, oder 169 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Ich habe ja zum Glück noch die 20%. Ja, also gab es einmal den Charm, da habe ich das Armband auch endlich mal vollständig. Ich hoffe, ich muss nächstes Jahr nichts sammeln, mal gucken. Dann gab es, habe ich ja schon in den Vlogs, glaube ich, angekündigt, die Leggings passend zum Spirit Jersey. Einmal die schwarz, ist eine schwarze Leggings von Spirit Jersey und an der Seite steht Disneyland Paris drauf, passend zum schwarzen Spirit Jersey. Nicht günstig, kostet 55 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Einmal habe ich mir die gegönnt und dann habe ich mir noch eine andere Leggings gegönnt und zwar... Muss ich mal umdrehen, die habe ich nämlich alles probiert. Die hier. Die habe ich mir auch noch gekauft. Ich weiß, die gab es, glaube ich, ein paar Tage später, einen Tag nach Abreise, für Jahreskarteninhaber mit 40% oder so. Aber ich war nicht mehr da. 36 Euro hat die gekostet. Ja, fand ich auch ganz süß. Ohne Jahreskartenrabatt. Ja, das war's. Das war alles, was ich im Dezember gekauft habe. Und ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ich freue mich auf ein ganz tolles Jahr 2024 mit ganz vielen weiteren Hauls natürlich, ganz vielen tollen anderen Ausflügen. Und bis dahin hoffe ich, ihr bleibt mir treu und euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.